Schönen guten Morgen. Morgen. Wir melden uns heute aus Bad Steben, wo wir mit dem Zug hingefahren sind. Ja, jetzt ist es 9.30 Uhr. Wir waren ja jetzt über 2 Stunden in dem Zug. Und wir fahren heute wieder diese Radrunde Oberfranken, wo wir letztes Jahr aufgehört haben. Aus dem Bikeline-Buch. Aus dem Bikeline-Buch. Ja. Und da sind wir letztes Mal bis unter Eichenstein gefahren. Das ist bei Blankenstein. Ja, und da fahren wir jetzt erstmal hin und dann sind wir wieder genau auf der Strecke. Also wir fahren jetzt von Bad Steben über Lichtenberg nach unter Eichenstein. Geht natürlich gleich bergauf hier in Bad Steben. Jetzt sind wir in Unter Eichenstein, also Ortsteil von Blankenstein. Und hier, ja, fangen die ganzen Wanderwege an, die regionalen. Der bekannte Rennsteig, Frankenwaldsteig, Steig und so weiter. Und auch der Frankenweg, was wir beim letzten Mal auch schon gesagt hatten. Aber wir fahren jetzt unser Bikeline-Radrunde Oberfranken weiter. Sag doch mal, wie wir da jetzt fahren, wie der Verlauf ist. Da sind hier wir richtig. Sind wir. Unter Eichenstein, über Hirschberg-Joditz nach Hof. Ja, wir fahren da runter Richtung Selb. Jetzt geht's erstmal nach Hirschberg und Joditz und Hof. Hier beginnt der Rennsteig. Knapp 170 Kilometer bis Hörschel bei Eisenach. Wahnsinn, wie steil das hier hochgeht, ne? Wahnsinn. Sieht gar nicht so steil aus hier in Kemmlers, aber es ist steil. Wo wir noch nicht eingeradelt sind. Nee. Puh. Da sind wir jetzt gerade hoch. Puh. Wir sind in Eisenbühl. Der muss mich jetzt so filmen. Ja. Wir sind keine 10 Kilometer, glaube ich, gefahren. Und sind schon jetzt erstmal fertig. Es ist brüllend heiß und es ging jetzt nur bergauf. Schon richtig anstrengend. Und jetzt müssen wir uns erstmal einschmieren, weil die Sonne es sehr gut meint. Nicht, dass wir uns noch verbrennen. Jetzt haben wir uns schön eingeschmiert. Jetzt geht es bei strahlendem Sonnenschein weiter Richtung Rudolfstein. Das ist ja die Panoramastraße von Lichtenberg nach wohin? Hirschberg oder Rudolfstein, genau. Für Autofahrer 10 Kilometer Panoramastraße. Für uns aber auch. Für uns aber auch, sieht ganz nett aus. Jetzt geht's gleich nach Schnarchenreuth. Oh je. Sind wir gerade einen Berg runtergefahren. Und da sieht man diese Panoramastraße. Selbst vorbei auf den Campingplatz. Bei Heidelbühl. Ja, genau da. Ja, genau. Da fahren wir zum Campingplatz. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, euch auch, ne? Tschüss. Ist das schlimm, wenn ich euch gefilmt habe? Nö. Weil das kommt eventuell online. Jetzt kommt da an der Meinungsbars vorbei. Ja. Da kennt ihr euch als Karten. Das ist ein richtig schöner Biergarten. Okay. Dran vorbei. Das ist doch in Ordnung, super. Ja. Alles klar. Tschüss. Ihr seht euch irgendwann auf YouTube, wenn es euch recht ist. Ciao. Tschüss. Ja, die fahren jetzt den Berg hoch, den wir gerade runtergefahren sind. Das war doch jetzt der kleine, was du gerade Berg gesagt hast, das war ein Witz. Ach so, ja, die fahren das jetzt hoch, den kleinen Berg und dann den großen runter. Ja, und bei uns ist jetzt umgekehrt. Abfahrt, ja. So, jetzt haben wir es richtig, genau, ne? Jetzt haben wir es geklärt, ja. Für jeden ist Berg was anderes, ne? Ja. Da hinten ist übrigens das Brückengasthaus, die Raststätte an der A9 Richtung Hof, beziehungsweise Hinterhof natürlich. Da geht das Restaurant direkt über die Autobahn. Partystimmung in Rudolfstein. Eben hat uns eine schon fast beglückwünscht, dass wir nicht E-Bike-Fahrer sind, die den Berg hochknüppeln. Die hat das nämlich gleich gesehen von Weiden. Sieht ja doch anders aus. Und wir gehören zur aussterbenden Rasse,
die meisten, die hier langfahren, knettern hier mit dem E-Bike hoch. Puh. Ja, jetzt sind wir am Ortsausgang Rudolfstein und mit der Autobahn hier vor uns, da geht es jetzt nach München, Nürnberg und auf der anderen Seite nach Berlin. Hier sieht man nochmal die A9 Richtung München und das Brückenrasthaus Frankenwald im Hintergrund. Da sind wir von da hinten, sind wir irgendwo hergekommen, dann vorbei. Da waren wir auch mal drin. Ich wollte da unbedingt mal rein, weil da kann man nämlich direkt am Fenster sitzen und auf die Autobahn gucken. Man sitzt über der Autobahn, da ist eine Fast-Food-Kette drin. Ich mache jetzt keine Werbung. Ja. Ne? Macht aber mal Spaß, da oben zu sitzen. Da kennt man mal ganz klein Radrunde Oberfranken. Da geht's lang. Richtung Sachsenvorwerk. Wunderschöne Landschaft hier, schöner Radweg. Kurz vor Hirschberg. Wunderschön hier. Wir sind jetzt gerade von da gekommen. Sind jetzt in Untertiefengrün. Das ist in Bayern immer noch, also in Oberfranken. Und das grenzt direkt an Hirschberg. Hirschberg liegt in Thüringen. Da, Hirschberg. Und ist nur getrennt durch die Brücke. Und da hinten ist eben schon die Stadt Hirschberg. Und da verlief halt früher der eiserne Vorhang zwischen. Hier gibt es noch das historische Grenzcafé Kuhmühle auf der bayerischen Seite. Immer noch unter tiefen Grün. Eine schöne Auffahrt nach Lamitz, ne? Das Schlimme ist, wir haben erst 20 Kilometer. Ja. Naja, jetzt sind wir schon mal in Lamitz. Wollten wir schon immer mal hin. Also ich habe gerade festgestellt, es geht immer entweder bergauf oder bergab. Jetzt geht es gerade mal wieder bergab. Wie schön. Wir sind jetzt gerade in Joditz und ja, essen unsere letzten Vorräte auf, bevor die uns zusammenschmilzen. Und ja, fahren dann weiter Richtung Unterkotzau, so 8 Kilometer noch. Nächstes größeres Zwischenziel. Hier endet oder beginnt, wie man es nimmt, der Schambaul-Wanderweg. Wir haben den ja auch schon mal im Film festgehalten, 2 Etappen. Der ist wunderschön. Genau. Ja. Und am Ortsausgang, da gibt es dann noch ein Jean-Paul-Denkmal auf irgendeinem Berg. Da kommen wir aber heute nicht dran vorbei. Auf jeden Fall der Jean-Paul-Wanderweg auch sehr zu empfehlen. Landschaftlich sehr beeindruckend. Hier ist auch ein schöner Gasthof, Kraus, die Auentalstube und da sind auch so Fahrradfahrerzeichen.
Und da kann man mit Sicherheit gut einkehren oder wahrscheinlich auch übernachten. Bed and Bike wahrscheinlich. Sehr gemütlich hier in Joditz. Auf der anderen Seite sind auch noch genügend Einkehrmöglichkeiten. Wir fahren gerade den Berg hoch wegen der Umleitung des Radweges. Puh. Natürlich über den Berg, aber hier geht's wieder weiter. Linde filmt gerade und erzählt das Gleiche, was ich auch gerade wollte, dass wir eine Umleitung hier aus Joditz fahren mussten. Das ist übrigens das erste Stück Schotter, was wir jetzt hier heute haben, auf dieser Umleitung. Vorher war alles asphaltiert. Fertigmühle. Schön hier, ja? Ja. Fertigmühle. Landmetzgerei. Ich weiß ja nicht, ob man das sieht auf dem Film, aber Carsten sollte gerade von einem E-Bike-Fahrer am Berg überholt werden. Und jetzt tritt er rein und er kommt an Carsten nicht vorbei. Jetzt musste ich mir gerade ein Wettrennen leisten mit dem E-Bike-Fahrer. Der hat allerdings auch einen Hänger dabei mit dem Kind. Also das war schon in Ordnung, dass er da den Berg mit dem E-Bike hochgefahren ist. Aber ich war trotzdem schneller. Freude und das Lächeln sind der Sommer des Lebens von Jean Baul. Ist das die sächsische Saale? Ja, ich denke schon. Also wir glauben, dass es die sächsische Saale ist, wir wissen es aber nicht. Ja, ja, die kommt von unserer Kotze auf. Das ist übrigens gerade die A72, unter der wir hier stehen, die Brücke. Die führt von Hof nach Plauen. Ja, ne? Ja. Warte. Linde macht Probleme. Jetzt geht's, sicher? Ja. Wahnsinn. Nicht besser aus. Thank you.
mal das Männerspielzeug ausprobiert. Ein paar Aufnahmen zwischendurch. Aber das ist immer alles recht aufwendig, den Spark auszupacken und zu filmen, wieder einpacken. Das kostet halt alles Zeit und insbesondere auch bei der Hitze. Jetzt sind wir kurz vor Unterkotzau, knapp 2 Kilometer. Immer noch auf dem Schoenpaul-Wanderweg. Genau, immer noch auf dem Schoenpaul-Wanderweg. Soll ich mal mich trauen und gucken, wie viel Grad es hat? Ja, wenn du meinst. Ich muss mal schauen, der große Stockmann. 38,8 Grad in der Sonne. Wir rollen jetzt auf Hof zu. Ja, Prosti. Wo sind wir jetzt hier? In im Hof. Im Hof? Bei dem Biergarten. Biergarten. Kurze Mittagspause und gleich kommt noch ein Salat hinterher. Fitnesssalat. Unten bleiben. Also das Essen war jetzt echt gut, so zwischendurch am Mittag. Ein Fitnesssalat mit guten großen Streifen. Das liegt halt nicht so schwer im Magen. Wobei, das hat mich schon ganz schön gereizt, als ich den ganzen Sauerbraten gesehen habe und alles. Und ja, aber ich bin hart geblieben. Da übrigens nochmal Blick auf Hof, so ein bisschen die Kirche. Hier die sächsische Saale. Und der Mediamarkt. Da hat sich ein Künstler mal ein bisschen austoben dürfen. Schaut aber ganz gut aus. Volksfeststimmung in Tauperlitz. Da vorne ist ein Fest, ne? Ja. Willst du mal Karussell fahren? Kein Karussell fahren. Okay. Mir reicht Fahrradfahren. Dann fahren wir halt weiter. Dann fahren wir weiter. Fahren wir dann den Oldtimern vorbei. Herrliche Landschaften hier. Aber leider geht's immer nur bergauf. Ich wollte noch erzählen. Im Biergarten, da saß ein Mann. Und er hatte eine Bierflasche. Dann hat er sich das Bier in die Hände gekippt. Ja, was macht er denn jetzt? Dann hat er sich das Bier in den Händen verrieben und über den Kopf gestrichen. Über seine, ja. Über sein Resthaar. Nicht schönes Haar, doch hinten hat er langes Haar gehabt. So, dann hat er sich die Kamera rausgeholt und hat sich sein Haar, sein langes, dünnes, mit Bier versifftes Haar gekämmt und sein Bart gekämmt. Boah. Schaut ja eklig aus, ja. Ja. Nur so am Rande unserer Erlebnisse. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Und wir haben uns dann so unterhalten, wie es wohl sein mag,
wenn die Westen dann hinter ihm alle her sind. Ja. Merkwürdige Situation. Und immer noch bergauf. 41,1 Grad. Wir haben erst 40 Kilometer. Nachschmieren. Es sind 42 Grad. Und wir haben nicht mal noch die Hälfte unserer Strecke. Ja, da muss man durch. Boah. Besser als Regen. Okay, dann schmier mich auch mal ein. Lichtschutzfaktor 50. Wir sind jetzt übrigens auf der Karte irgendwo hier, kurz vor Regnitz-Losau. Also haben schon einen Großteil hinter uns. Oder knapp die Hälfte. Und jetzt müssen wir erstmal zum Dreiländereck. Bayern, Böhmen, Sachsen. Und dann südlich runter nach Selb. Jetzt überqueren wir die Autobahn A93. Da geht's Richtung Regensburg. Und da hinten ist Regnitz-Losau. Da müssen wir hin. Wie heißt der Ort? Regnitz-Losau. Aha, Regnitz-Losau. Einen Kilometer vor Mittelhammer. Und so gute 2 Kilometer vom Dreiländereck. So platt wie heute. Irre. Aber die Landschaft ist schön und es macht Spaß trotzdem. Wir erreichen die bayerische Metropole Mittelhammer. Wenige 100 Meter vom Dreiländereck. Da geht es eine ganz schöne Kante hoch. Schön, ne? Ja. Was für eine Kante. Toll. Ja. Ja, da schnauft man schon ganz schön. Bei der Hitze. Jetzt fahren wir die Abzweigung noch runter zum Dreiländereck. Ne, Linde? Nee. Nicht? Nee. Doch. Da muss ich ja wieder hoch. Doch, da fahren wir jetzt schnell runter. Schnell runter, ja, ist gut. Und langsam wieder hoch. Da sind wir jetzt hergekommen. Und da regnet's. Und das ist hier das Dreiländereck. Sind wir hier auf der tschechischen Seite. So, jetzt fahren wir weiter, oder? Ja, wir haben es noch 35,1 und es ist schon 15,30. Und Durst habe ich auch. Ich auch, wie Sau. Wir sind jetzt in Oberprex und da waren wir gerade in so einem Hof und haben ja ganz wehleidig um Wasser gebettelt und da haben die uns erstmal 4-5 Trinkflaschen voll gemacht mit Wasser, wo wir die Hälfte gleich so ausgetrunken haben und den Rest wieder aufgefüllt mitgenommen. Also es gibt da noch nette Menschen. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle und Grüße nach Oberprex.
Sigmundsgrün. Noch knapp 31 Kilometer bis Selb. Geht's hier ewig bergab auf so einer Schotterpiste? Leicht geschottert. Und jetzt sind es noch gut 6,3 Kilometer bis Schönlind. Oh, jetzt geht es hier unendlichen Berg hoch. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf, ne? Nee. Der Berg. Nee. Oh. Ach Gott. Ich glaube in Selb, das ist gar nicht mehr so weit. Da werden wir uns mal was Kaltes gönnen. Und dann sind es ungefähr noch 10 Kilometer bis zum Campingplatz. Also noch hinter Selb. Aber selbst hier im Wald, es ist bullenheiß. Grad über 38 Grad im Wald. Ja, also keine wirkliche Abkühlung. Jetzt sind wir in Schönlind, haben es noch 4 Kilometer bis Schönwald und das ist dann schon an der Grenze zu Selb. Das sind jetzt ungefähr noch so 9 Kilometer. Immer noch warm, oder? Ja, ich schaue gerade mal drauf. Ja, schon sehr warm. Zum 100. Mal heute. Jetzt überqueren wir das zweite Mal die A93. Ausfahrt Schönwald. Jetzt sind wir in Schönwald, wo diese schöne ehemalige Porzellanfabrik steht. Das ist ja überhaupt alles hier Porzellanfabrik. Selb, Schönwald, die ganze Ecke Richtung tschechische Grenze, alles Porzellan. Gibt's auch viel Werksverkauf und so. Outlets. Und schon wieder die A93, zum dritten Mal. Aber zur Abwechslung unterqueren wir sie mal. Jetzt sind wir in Plößberg. Da hat man vorhin in der Ferne diese Häuser da gesehen, diese Hochhäuser. Und das ist jetzt so die letzte Anhöhe vor Selb. Vielleicht sieht man es da, ja genau. Jetzt sind es noch 3,6 Kilometer bis Selb. Und den Zacken, den es da wieder hochgeht, das ist dann bis zum Campingplatz. Das sind dann insgesamt noch 13,7. Kein Spaß bei der Hitze. Nee. Wirklich nicht. Nee. Hier wieder eine Porzellanfabrik. In dem Fall Rosenthal. Das ist jetzt ein Museum. Wir kommen nach Selb rein. Die letzten Bilder aus Selb. Wir haben jetzt vor lauter Hunger, Durst, Gier vergessen zu filmen. Wir waren nämlich jetzt am Marktplatz in Selb und beim Italiener und erstmal eine schöne kalte Cola reingezischt. Ich einen Eisbecher, Linda auch 3 Kugeln Eis und es hat gut getan. Und jetzt sind die letzten 10 Kilometer, ja, ein Kinderspiel, würde ich bald sagen. Und dann ist auch gut für heute. Ein sehr schöner Bahntrassenradweg. Lässt sich schön fahren. So ein schöner Radweg. Das haben wir den ganzen Tag noch nicht gehabt heute. Erinnert uns auch ein bisschen an den Alpe Adria Radweg.
und das vierte Mal unter der A93 durch. Jetzt ist dann aber auch gut heute. Ja, wir sind jetzt hier an der Stelle, wo wir normalerweise die Radrunde Oberfranken verlassen und Richtung Campingplatz abzweigen, rechts, Richtung Norden. Aber wir haben gerade festgestellt, dass da trotzdem noch Schilder sind von der Radrunde Oberfranken. Also es kann durchaus sein, dass sie die Strecke geändert haben. Wir müssen auf jeden Fall dahin, wo Linde gerade steht. So, die letzten 1,5 Kilometer wurden eingeläutet. Jetzt haben wir auch keinen Bock mehr. Jetzt geht auch noch bergauf. Bis zum Campingplatz, Hallerli oder so ähnlich. Und dann war's das. So, jetzt erreichen wir endlich den Campingplatz. Gefunden haben wir jetzt unseren Zeltplatz. Und 13:30 Uhr. Ich musste gerade an unseren Freund Marco denken, der weiß schon warum. 13:30 Uhr, sage ich nur. Moment, unser Freund würde sagen, 0 Euro. 0 Euro. Im Gebüsch. Genau, aber wir wollten. Aber ich brauche ja Wasser und Dusche und so weiter. Und da wollen wir gleich mal den regulären Weg gehen. Also, Zeltplatz haben wir. Da hinten die Toiletten, Wirtschaft. Alles bestens. So schaut's bei Linde und Carsten aus, wenn sie zelten und kochen. Das Wasser kocht gleich. Wie bei den Hottentotten. Nein. Man wundert sich, was man mit dem Fahrrad alles mitkriegt. Natürlich Nudeln, was sonst? Ja, es ist Sonntag und da ist doch, sind doch Nudeln immer das einfachste Essen. Ja? Kaffee. Gibt's noch Kekse? Oh. So, jetzt melden wir uns nochmal vom Campingplatz Hallerli. Das ist in Heidelheim oder so ähnlich. Weiß ich, ja, auf jeden Fall südlich, 10 Kilometer südlich oder südwestlich von Selb. Und haben jetzt unser Zelt aufgebaut und gegessen, geduscht und so weiter. Alles gut. Ich glaube 3 Kilometer Umweg vom Radweg, ne? Ja, gute 3 Kilometer, 3,5 Kilometer. Schöne Schotter, immer leicht bergauf. Ja, aber dafür haben wir das ja dann morgen wieder bergab, um wieder auf die normale Strecke zu kommen. Also das geht. Ja, Fazit von der Tour. Mhm. Essen war gut. Ja. Wir haben ja in Selb, haben wir ja noch ein schönes Eis gegessen. Das war super. Und in Hof, in diesem Biergarten, das war auch 1A. Fitnesssalat mit Blumenstreifen. Mhm. Das war klasse. Und war auch somit die einzige Möglichkeit, wo man ja einkehren konnte, weil unterwegs waren halt nur Dörfer, wo selbst werktags nichts ist, wo man nichts essen kann oder kaufen kann. Und übrigens habe ich dann auf dem Weg dann nochmal jemanden angebettelt, zum zweiten Mal. Für Wasser? Und der hat gerade seinen Rasen gesprengt und ich bin total neidisch. Ich hätte auch gern Wasser. Dann hat er uns ein bisschen so leicht nachts gespritzt und hat dann nochmal unsere Flaschen aufgefüllt. Genau. Ja. Das war schon ganz sinnvoll. Ja, Fazit. Also, Dankeschön. Der Typ, das genau. Uns hört. Fazit zu der Tour heute. Waren ja knapp 90 Kilometer, 89 Kilometer oder so. Offiziell. Und was heißt offiziell, so wie wir sie halt gefahren sind. Ja, waren schöne Etappen dabei. Gerade jetzt zum Schluss der Bahntrassenradweg. Der war sehr schön. Schöne Landschaften zum Teil dann auch. Mhm. Aber eben bei der Hitze hat man halt andere Probleme. Und ja, da kann man das dann gar nicht so genießen. Ich habe gar nicht so oft drauf geschaut, weil das
Das macht dann nur fertig, aber ich habe da mal drauf geguckt, da waren es 41,8 Grad auf meinem. In der Sonne, das war schon heftig. Ja. Ne, aber wie gesagt, Strecke war ganz okay. Es sind nicht die schönsten Radwege, die man jetzt unbedingt gesehen haben muss. Aber Radrunde Oberfranken ist schon ganz gut, dass man einfach mal um Oberfranken herumfährt. Und mittlerweile haben wir ja dann fast alles durch. Morgen geht es dann von hier aus wieder weiter auf die Strecke und dann übers Fichtelgebirge zurück nach Bayreuth. Und dann fehlt uns eigentlich von dem gesamten Radweg nur noch das Stück bis Hirschheid, weil da haben wir ja letztes oder vorletztes Jahr angefangen und dann haben wir das komplett praktisch durchdokumentiert sozusagen. Ja, jetzt hören wir mal auf mit dem Labern. Also wer die Tour fährt, unbedingt echt viel zu trinken mitnehmen, auch Essen wahrscheinlich oder was zur Not, das was dabei ist, wenn man Sonntag vor allem fährt wie heute, man kriegt halt nichts her, ne? Genau. Und für Trinken ruhig mal die Leute anbetteln. Genau, sind alle nett. Sind alle nett. Hm. Ja, auf jeden Fall. Zum Campingplatz kann man sagen. Hast du schon was gesagt? Habe ich noch nichts gesagt, weil ich kann das nicht einordnen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Uns gefällt es. Hat 13,30 gekostet. Genau. Uns beide also, mit Duschen. Getränke waren sehr, sehr günstig. Da hat jede Flasche, halbe Liter irgendwie nur 1 Euro gekostet. Hm. Also das war in Ordnung. Dusche, WC auch alles okay. Wir haben es auf die letzte Minute geschafft, weil bis 19 Uhr sind wir da und wir sind kurz vor 19 Uhr hier rein. Also genau. Das waren richtig harte Kilometer heute. Genau, waren ja über 1000 Höhenmeter auch. Wir sind ja doch einiges gewöhnt, aber die Hitze, das war einfach Hammer. Das ist richtig, ja. Kann man so sagen. Na gut, jedenfalls lassen wir es für heute ausklingen. Morgen geht's weiter und dann schauen wir mal. Also bis jetzt erstmal Daumen hoch. Oder ja, kann man sagen, so mittel. Bis auf, ne? Die gemeine Sonne heute. Und ja, und jetzt werden wir unsere erste offizielle Nacht im Zelt verbringen. Wobei die erste inoffizielle haben wir schon daheim ausprobiert. Im Garten, aber das zählt ja nicht. Mhm. Ne, also. Nee, das ist heute Campingplatzpremiere. Campingplatzpremiere, so ist es. Mhm. Also, dann erstmal bis morgen. Gute Nacht, tschüss. Bis später irgendwann. Ciao.